Liebe Zuschauer, willkommen zurück bei Train SimWorld 2020 auf dem PC. Wir sind immer noch unterwegs auf dem Peninsula Corridor in unserer GP-38-2 der Union Pacific und bringen nach wie vor Güterwagen mit schmutzigem Material in Richtung Redwood Weiche, wo dann unsere Fahrt enden soll. So, und ja, haben wir letztes Mal so ein bisschen über verschiedene Spekulationen gesprochen, welche DLCs denn für Train SimWorld kommen könnten und ob es einen Train Simulator 2020 geben wird. Das sind ja alles so Sachen, wo es dann noch keine offiziellen Informationen dazu gibt. Währenddessen lassen wir einfach mal hier den Zug vorbeifahren. Das sind ja immer noch gut 10 Meilen, die wir hier zurücklegen müssen. Gibt halt schon einige Bahnübergänge auf dieser Strecke. Sehr, sehr viele sogar. Hier ist auch mal eine Baustelle direkt neben dem Gleis und keine Langsamfahrstelle. Auch interessant. 9,7 Meilen. Und der blaue Marker selber zeigt uns ja die Luftlinie zum nächsten Punkt. Das ist nicht die direkte Strecke, die wir fahren. Die direkte Strecke könnte durchaus länger sein. Man kann sich natürlich auch die richtige Strecke anzeigen, die man zu fahren hat. Aber das Problem ist, gerade bei Rangierszenarien, da siehst du halt nicht genau, wo dein Ziel dann ist. Also den blauen Marker sollte man sich immer eingeblendet lassen. Wir können ja mal gucken, ob wir noch rangieren müssen. Aber wir sehen, wir sollen nur anhalten und dann ist das Szenario auch schon abgeschlossen. So, hier kommt dann gleich noch eine Geschwindigkeitsreduzierung von oder auf 45 Meilen. Können wir den Zug einfach mal rollen lassen. Fahren wir einfach auch mal durch den Bahnhof durch. Auch sehr schöne Bahnhofsgebäude, sofern sie hier auch bei diesem Regen und bei diesem miesen Wetter zu erkennen sind. Ein Bahnübergang nach dem anderen hier in diesem Ort. Verpassen wir fast noch hier die Geschwindigkeitsreduzierung. Aber ich denke, ihr reicht es. Ihr seht es, ihr reicht es ja, wenn man auf die anfängliche Reaktion die Bremse gestellt hat. Von 50 auf 45 Meilen ist hier völlig ausreichend. Ja, dann werden wir auf jeden Fall das Szenario in diesem Part abschließen. Zumindest ist das Ganze hier so geplant. Ströme den Regen von San Francisco. Aber da das ja Küstenregion ist, ist es durchaus normal, dass es da öfters mal regnet. Aber mir ist das bei manchen, ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, aufgefallen, dass bei sehr vielen Szenarien zu den Train SimWorld Strecken und auch bei den DLCs immer sehr, sehr viele Szenarien im Regen angesiedelt sind. Ich weiß nicht, habt ihr das auch so gesehen? Also es ist bei vielen Strecken, gerade bei Ruhr-Signor zum Beispiel, ist das schon auffällig, dass es da sehr viele Szenarien gibt, die bei Regen spielen. Ich glaube sogar fast, ich meine fast, dass es sogar alle Szenarien sein könnten, aber da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Fahren wir durch den nächsten Bahnhof. So, jetzt können wir erstmal wieder beschleunigen. Jetzt sind wir nur noch bei 44 Meilen. Wir dürfen halt nicht ganz so schnell fahren wie die Personenzüge, denn die dürfen hier auf der Strecke mit bis zu 79 Meilen pro Stunde unterwegs sein. Das dürfen wir aber hier nicht. Ihr seht, es gibt hier also zwei unterschiedliche Geschwindigkeitsprofile auf dieser Strecke. Hier sehen wir nochmal unsere Lokomotiven. Die Gelegenheit nutzen, einfach nochmal das ein oder andere Bild zu schießen, damit es auch für euch schöne Vorschaubilder gibt. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich das direkt hier im Let's Play mitmache. Mal wieder ein bisschen beschleunigen. Jetzt haben wir
sind wir schon 3 Meilen oder 4 Meilen unter der erlaubten Geschwindigkeit. Zu sehr trödeln wollen wir ja auch nicht. Hier ist auch eine Baustelle, ihr seht's, aber ist auch nichts weiter los. Gibt also hier viel zu entdecken. Es gibt natürlich auch, das haben wir in Transom World noch nie so richtig verfolgt, es gibt natürlich auch die Möglichkeit in Transom World verschiedene Items auf den Bahnhöfen zu finden, also Warnschilder kann man aufstellen, Streckenkarten finden und so weiter und so fort. Hier kommt uns gerade ein Cold Train entgegen. Das gibt es natürlich auch in Transom World. Wenn ihr mal interessiert seid, dass wir sowas mal machen, die ganzen Bahnhöfe mal abgrasen nach verschiedenen Items, was man hier so finden kann, dann können wir das auch gerne mal machen, wenn ihr auf sowas Lust habt. Ich habe das bis jetzt noch nie so verfolgt, immer per Zufall mal etwas gefunden und aber noch nicht so richtig da jetzt alles unbedingt gefunden. Ich weiß auch nicht, was dann passiert, wenn man das alles gefunden hat, ob man dann nochmal, man wird sicherlich Punkte bekommen. Aber so richtig weiß ich gar nicht, was dann eigentlich dann passiert. Es ist halt so, wie wenn man ein Spiel durchgespielt hat. Ja, man hat es halt so 80%. Und wie, wenn du das und das und das noch machst, dann hast du halt wirklich die 100%. Also so eine, wie würde man in der Schule sagen, Fleißaufgabe halt. So. Dann muss man hier noch ein bisschen beschleunigen. Aber es ist wirklich strömender Regen. Naja, es kommt dann gleich wieder ein Teilstück, wo wir dann 50 Meilen pro Stunde fahren dürfen, 5 Meilen schneller. Ja, ansonsten gibt es ja wie gesagt die Lokomotive, die GP38-2 von General Motors, die kennen ja sicherlich einige Transom World Spieler auch schon aus dem Vorgänger, aus Transom World, beziehungsweise die Bündelversion, die ja seit 2018 erhältlich war. Die ist ja auch immer noch erhältlich, also es ist ja ein und das gleiche Spiel. Die Frage ist, kauft man sich die aktuelle Version, wo halt eben die neueren DLCs mit drin sind, oder kauft man sich die ältere, wo die etwas älteren Strecken sind, die ich habe euch ja beides verlinkt in der Videobeschreibung. Und wo halt eben schon die etwas älteren Strecken mit drin sind. So oder so kann man sich, man kann sich natürlich auch beides kaufen. Das spart man, meine ich, auch nochmal Geld, anstatt eine Version zu kaufen und die restlichen DLCs dann so dazu. Das geht natürlich auch. Weil das ist ja nichts anderes außer das aktuelle Spiel plus halt ein DLC-Bündel. So, hier haben wir sogar mal einen Inselbahnsteig. So, und jetzt dürfen wir endlich mal wieder beschleunigen. Auf den letzten Meilen. So, und die Lokomotive, was ich euch jetzt noch sagen wollte, die kennen ja sicherlich viele Spieler. Egal ob PC oder Konsole. Vom Northeast Corridor New York, also die Strecke von New York nach Rochelle oder Rochelle. Ich weiß leider nicht, wie man diesen Ort ausspricht. Da ist ja die GP38 auch schon dabei in Lackierung der... in Lackierung von CSX. Die Strecke selber ist natürlich auch mittlerweile als einzelnes DLC erhältlich, also als Standalone DLC inklusive der Lokomotive. Und viele von und die PC-Spieler kennen diese Lok natürlich auch schon, denn die GP38-2 war damals von Anfang an bei Transom World schon dabei. Bei der CSX Heavy House Strecke war sie eine der drei, oder ist sie eine der drei Diesel-Lokomotiven, die zu dieser Strecke gehören. Also schon ein, wenn man so will, ein Urgestein im Train Simulator, Entschuldigung, ein Urgestein in Transom World, im Train Simulator natürlich auch. Ich glaube sogar im MSTS gab es die Lok in BNSF-Lackierung auch. Da gab es da auch eine 38er, wenn ich mich jetzt noch richtig daran erinnere. Ja, MSTS, das war für mich so der Einstieg in die Eisenbahnwelt am PC. Eisenbahnsimulation, Eisenbahnspiel, wie man es auch immer nennen mag. Das war für mich so... Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ja... Ich hatte ja mit... als Jugendlicher meinen ersten PC, ich glaube, da war ich 16 oder 17, also mit 16 hat sich meine Familie damals einen PC gekauft.
wo ich 16 war und wo ich 17 war, habe ich mir dann einen eigenen gekauft, aber schon wo der Familien-PC da war, geguckt, was gibt's. Ach toll, man kann ja Zug fahren, weil ich komme ja ursprünglich, war ich ja früher Konsolenspieler gewesen, habe im Wesentlichen PlayStation 1 gespielt, vorher Gameboy und sowas, aber PlayStation 1, und da gab es ja zumindest im europäischen Raum jetzt keine Spiele, wo du selber Zug fahren konntest. Es gab zwar solche Spiele, wo du im Zug unterwegs warst, wie jetzt Mission Impossible, wo du im Zug eine Mission spielen konntest, oder Chase the Express, das war ja auch so ein Spiel, da musstest du ein kurzes Stück, musstest du da glaube ich selber Zug fahren, aber sonst warst du da auch im gesamten Spiel im Zug unterwegs, war auch ein interessantes Spiel gewesen. Aber so, direkt, wo du so als Lokführer Zug fahren konntest, das gab's, glaube ich, da gab es so ein japanisches Spiel, Densha de Go, nannte sich das. Da hattest du halt eine Strecke und einen Zug und hast halt im Führerstand gesessen, wie bei so einer Führerstandsmitfahrt. Also hast jetzt auch hier nicht so einen ausdetaillierten Führerstand gehabt, weil das hätte die Konsole damals gar nicht geschafft. Sondern du hast im Wesentlichen halt hier eben die wichtigsten Elemente gesehen und musstest halt pünktlich an den Bahnhöfen ankommen. Also ich habe mir das später dann mal auf YouTube angeschaut und habe da gesehen, dass ich mit den Spielen, dass die zwar interessant sind, aber unter dem Strich hat man da jetzt auch nicht so viel verpasst. Dann, wie gesagt, war dann der PC irgendwann mal da und ich glaube 2002 und 2001 kam der Microsoft Train Simulator auf dem Markt. Den habe ich mir 2002 dann gekauft im Bündel zusammen mit Brotschwein 1. Ich weiß nicht, wer von euch noch die Brotschwein-Reihe kennt. Das waren ja insgesamt 40 Strecken aus Deutschland, der DDR und aus Österreich. Sehr, sehr interessant. Und ein Entwickler, der das Spiel wirklich, oder einer der Entwickler, der dieses Spiel wirklich über, glaube ich, 30 Jahre, nee, 13 Jahre am Leben, 13 Jahre waren es nicht, es waren 12 Jahre am Leben gehalten hat, weil immer wieder Add-ons erschienen sind. Und so schade, dass der originale Microsoft Train Simulator nicht mehr auf aktuellen Systemen läuft. Es gibt zwar der Open Rails Weg, wo ihr mich auch darauf hingewiesen habt, dass es da diese Möglichkeit gibt, das über Open Rails zu spielen, aber ich finde es halt schade, dass das Originalspiel so ohne weiteres mittlerweile nicht mehr läuft. Bei Windows 7 funktionierte es noch, aber bei Windows 10 hat es zumindest bei mir bis jetzt noch nicht funktioniert, aber dafür funktionieren auch wiederum andere Spiele, sowas wie Straße und Schiene oder so, wo ich auch mal ein paar Videos aufgenommen habe, das wiederum schon. So, jetzt werden wir aber langsam mal anfangen zu bremsen. Ich weiß es nicht, ich glaube, wir fahren hier nämlich wieder in einen Rangierbahnhof ein. Da vorne sollen wir nämlich schon anhalten, 0,7. So, und hier kommt ja schon wieder... Oh, hier ist nämlich eine 25, die uns jetzt hier erwartet. So, und hier kommt nämlich schon die nächste Geschwindigkeitsreduzierung, die uns dann auf 10 Meilen pro Stunde herunterdrosselt. So, und jetzt können wir den Zug doch eigentlich nur noch rollen lassen an sein Ziel. Aber nicht, dass er jetzt hier runterbremst auf 0 oder sowas. Ihr seht, also unsere beladenen Wagen sind schon ganz schön schwer. Der braucht wirklich einiges, um jetzt hier nochmal zu beschleunigen. Da vorne sollen wir sowieso schon anhalten. Kommt jetzt also nicht mehr auf die Minute an. Drüben wartet ein weiterer Zug. Kommt er angefahren auf dem Weg zu seinem Ziel. So, da vorne müssen wir dann
schon wieder anhalten an dem Punkt. 480 Yards sind es jetzt noch. So. Immerhin stimmt dann die vorgegebene Zeit in diesem Szenario. Denn wir haben jetzt auch aktuell gleich wieder jetzt 15 Minuten aufgenommen. Die anderen Parts jeweils um die 16 Minuten so im Schnitt. Das heißt, so grob kommt das hin mit den 50 Minuten, die angegeben sind. Ich sage ja bis zu 5 Minuten länger oder kürzer, sage ich ja persönlich nichts. Nur gerade wie bei dem einen Szenario, was ich euch letztens erzählt habe, wo aus 20 Minuten mit unter 40 wurden, das ist dann nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Aber es ist jetzt auch, sage ich mal, kein Weltuntergang. Mittlerweile sieht man das ja alles, was man durch das Logbuch, was es jetzt mittlerweile gibt, da sieht man das Ganze einfach noch, was man noch so machen soll im Spiel. Man kann das dann, wenn man etwas geübt ist in Schwänzen, wird dann auch schon abschätzen, wie lange brauche ich jetzt dafür, gerade bei Rangieraufgaben, wenn man schon mal das ein oder andere Mal rangiert hat, dann weiß man, okay, das dauert hier etwas länger. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Zug davon auch am entsprechenden Punkt zum Stehen bringen. Und so dann auch dieses Szenario hoffentlich erfolgreich, na gut, ganz erfolgreich nicht abschließen. Ja, wir hatten ja mal eine sehr hohe Geschwindigkeitsüberschreitung im ersten Part gehabt. So, und dann können wir erstmal hier das einstellen und dann wird er auch hier sehr schnell auf den Nullpunkt herabbremsen. Da stehen wir nämlich fast perfekt. Na, das passt doch auf 4 Yards. So, und damit, ja, haben wir das Szenario, so wie es aussieht, abgeschlossen. Sehen wir doch mal unseren Zug, mit dem wir uns jetzt hier so langsam aber sicher verabschieden können. Er ist pünktlich, ich denke mal pünktlich und vollständig angekommen. Und hier sehen wir die Auswertung. Überwiegend haben wir die Geschwindigkeiten eingehalten. Es gab lediglich hier die Überschreitung, aber naja, selbst diese, das hat auch noch im Großen und Ganzen funktioniert. Ansonsten, ja, haben wir uns, meine ich, ganz gut hier geschlagen im Spiel und damit sind wir auch mit dem letzten Part zu diesem Szenario fertig. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video dazu wieder einschaltet. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen und ich, ja, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Felix, der Weise.